Wie also hängt das Ganze zusammen? Das Auftauchen des organizistischen, leiblichen, verschwindenden, vergänglichen, im zweiten Tod des Protopseudos erzeugt die Gegenreaktion des sich aufbäumenden Bewusstseins. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Und damit die Aufspannung des Bühnen-Theaterschaubilds der Existenzialisierung dieses ja wirklich daseienden Raums und Zeitausdehnung, in dem nun alle Handlungen nicht das Selbst erkennen, nicht die Existenzerkennung, in dem nun aller Aktionismus, alle Passage, all Akt stattfinden soll, als traumatischer Wiederholungszwang des Urverlustes. Und gleichzeitig wird dieses kurze Aufklaffen des Leiblichen, des Organischen, des Zeitlichen, des Tödlichen, des Undenkbaren, dann sofort wieder verworfen, um das Lampenfieber der Bühnenvirtuosität nicht zu gefährden, seine Rolle beeindruckend vor dem Applaus des Auditoriums, des Glotzoriums, während der Aufführung des Amphitryon von Glaukus, vom Plautus, ungehemmt, virtuos aufzuführen. Oder denken Sie etwa, eine Clara Schumann hätte während ihres Klavierspiels sich ihrer Leiblichkeit, der Kokonhülse, der Wurstpelle bewusst sein können, die sie für andere Zwecke einsetzte. Oder jeglicher Sportler, ein Tennisspieler, ein Fußballer, der so lange übt, bis das automatistisch abläuft und wie Zen mit der Kunst des Bogenschießens ein wenig daneben zu zielen, damit man ins Zentrum trifft, in diesem Moment des Losschnellens, des Pfeils, jegliche Rückreflexion auf die eigene Körperhülse vergessen muss, wenn er treffen will, dann hätte er den herakliteschen Satz Toxom, Toxon, Onoma, Bios, Ergon, Thanatos in diesem Moment im Sinn, dann würde er nicht wie Odysseus durch die 7 Ösen, oder waren es 12, der Äxte gezielt haben können, nachdem er als einziger die Sehne über den Bogen spannen konnte durch ausgefeilte Technik.